Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute geht es um das Sehen und ganz genau zu sein, um die Augen und um noch konkreter zu sein, um die Tränenflüssigkeit und generell mal um das Milieu der Augen. Und wir wollen heute mal so die Selbstheilungskräfte im Auge aktivieren. Das Auge ist ja eines der wichtigsten Sinne, die wir haben. Und oftmals speichert sich auch ein gewisser Stress auf den Augen ab. Das kann natürlich durch die elektronischen Geräte sein, durch Handy, durch die Displays, durch die Arbeit am Computer. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich will etwas nicht sehen, wo man bei sich selber nicht so hinschaut. Oder ich kann etwas nicht sehen. Und das wollen wir heute einfach vom Auge einfach mal auswaschen, abwaschen und einfach da eine gewisse Selbstheilung aktivieren im Augenbereich. Vielleicht hast du selber Probleme mit trockenen Augen, vielleicht hast du Themen bei den Augen und dann wird dir diese Meditation sicher helfen. Das ist eine imaginäre Reise, so kann man sich das vorstellen, dass einfach mal so das Auge durcharbeitet und auch den Sehnerv durcharbeitet und eben diesen ganzen Bereich entspannt und dann letzten Endes auch wieder optimal quasi anfeuchtet und dass das Auge optimal versorgt ist. Gut, dann wollen wir mal beginnen. Und du brauchst jetzt keine großartigen medizinischen Vorkenntnisse, du brauchst jetzt auch überhaupt keine Sorge zu haben, dass sich da etwas verstellen kann, sondern es fließt jetzt einfach in dieser Selbstheilungskraft. Das heißt, das, was für dich passt, passiert und was nicht passt, passiert nicht. Wenn du dich nicht wohlfühlst mit so einer Art Meditation, dann mach sie nicht, ganz einfach. Punkt. Also wenn du das Gefühl hast, ich bin da zu nervös oder ich traue mir da was nicht, dann würde ich da nicht mitmachen. Oder halt nur so weit, wo du sagst, dass ich mich wohlfühle dabei. Okay, dann wünsche ich jetzt mal eine schöne Erfahrung, gute Erlebnisse mit dieser Reise, dieser Heilmeditation, Körperreise für die Augen. Okay, gut, dann schließ einfach gleich mal die Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und erlaube mal, dass du dich absolut entspannst und dein Kopf, deine Augen werden jetzt erst einmal in dunkelblaues Licht gehüllt, fast schon violett, also ein ganz ein dunkles Blau, ein bisschen ins Violett gehende. Und was da passiert, ist jetzt, dass dein Kopf von allen gespeicherten Konzepten und Anstrengungen einfach mal gereinigt wird. Also alle gespeicherten Konzepte dürfen sich jetzt ausreinigen. Und vor allem darf sich jetzt dein Atlasgelenk, das ist quasi so dort, wo die Wirbelsäule in den Schädel geht, da wo die verbunden sind, darf sich jetzt dieses Atlasgelenk auch entspannen, so als wärst du bei einer angenehmen Massage. Da wird dein Hals wird leicht durchgeknetet und gestreckt und dein Kopf bewegt sich ganz sanft rechts und links. Rauf und runter, ohne zu reißen. In ganz sanften Bewegungen. Und du erlaubst dir, dass dein Kopf leicht nach hinten sinkt. So als würdest du bei einem Sessel mit einer angenehmen Lehne liegen.
als erstes werden jetzt mal alle Nervenbahnen gereinigt, das verlängerte Rückenmark, die quasi vom Kopf in die Wirbelsäule fließen. Und diese Nerven entspannen sich jetzt, das Rückenmark entspannt sich. Die Hypophyse entspannt sich. Und auch die Zirbeldrüse, die Epiphyse entspannt sich. Und du spürst, dass ein angenehmes, reinigendes, weißes Licht in deinen Schädel fließt, dein Gehirn reinigt und ausgleicht. Und nun werden sämtliche Nervenbahnen und Nervenenden, die vom Gehirn ausgehen, auch nochmal gereinigt. Und vor allem deine Sehnerven. Der Sehnerv wird jetzt gereinigt. Entspannt sich und wird wirklich gewaschen, wäscht sich durch, reinigt sich durch, sodass von hinten aus deinem Schädel Licht und Klarheit in deine Augäpfel fließt. Und die Nervenbahnen der Augen entspannen sich. Die Augäpfel entspannen sich. Der Druck in den Augen wird ausgeglichen. Und eine tiefe Reinigung beider Augäpfel findet statt. Alter Staub, alte Anspannungen, alte Erlebnisse, die sich da eingebrannt haben, sämtliche negativen Erinnerungen, die auf deinen Augen lasten, werden jetzt ausgespült und energetisch gereinigt. Deine Tränenkanäle öffnen sich und auch das Verhältnis deiner Tränenflüssigkeit, die Produktion deiner Tränenflüssigkeit harmonisiert sich im Körper, sodass deine Augen immer optimal befeuchtet sind. Und du spürst eine Frische und eine Klarheit in deinen Augen. Und wenn du jetzt möchtest, kannst du deine Hände mit den Handflächen über deine Augen legen. Also die Handflächen über deine Augen. Augen legen, über die Augenhöhlen
Und dann öffnest du deine Augen und schaust auf deine Handflächen. Und durch deine Handflächen fließt Energie in die Augen zurück. Durch deine Handflächen fließt Energie in deine Augen zurück. Dann schließ deine Augen wieder, gib deine Handflächen runter, deine Hände entspannen sich wieder und du atmest tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Sämtliche Verletzungen deines Auges, ob es jetzt in der Hornhaut sind oder in der Iris, oder bei deiner Linse, alles reinigt sich jetzt aus und dein Auge wird optimal befeuchtet, optimal versorgt und eine optimale Heilenergie fließt hinein. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass durch dich hindurch Heilenergie fließt, dass deine Augen absolut in der Mitte sind. Und du bedankst dich jetzt mal bei deinen Augen und bei der geistigen Welt, die dich da durchgeführt hat durch diese Meditation. Dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus und streck dich mal durch, beweg mal deinen Körper, öffne deine Augen, atme nochmal tief ein und wieder aus und komm dann ganz entspannt ins Hier und Jetzt, in dein Alltagsbewusstsein zurück. Du kannst diese Übung natürlich wiederholen, wenn du möchtest. Du hast eben jetzt energetisch mit deinen Augen gearbeitet. Und schreib mir einfach gern mal in die Kommentare, wie es dir dabei gegangen ist, wie du dich dabei gefühlt hast, was du erlebt hast. Und wenn du ein Thema für eine Körperreise oder eine Meditation hast, dann lass es mich wissen. Ich mache gern mal ein Video drüber. Teile das Video, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und ganz viel klare Eindrücke. Tschüss, bis nächstes Mal.